Was würdest du machen, wenn ich dir sage, dass viele deiner Symptome und auch viele Symptome da draußen nicht unzählige Medikamente oder Arztbesuche erfordern, sondern die Lösung dafür viel einfacher sein kann? Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Oh, mein kleiner Finger wird taub. Es ist so schwer, wenn der Körper gegen einen arbeitet. Vielleicht erkennst du dich hier wieder, denn mir haben in der Vergangenheit viele Ärzte, Forscher, Laboraufenthalte unzählige Diagnosen gestellt. Ich konnte nicht mehr normal arbeiten. Ich konnte nicht mehr normal leben. Ich war komplett am Ende. Wo meine Therapeutin mir gesagt hat, kriegst du deinen Stress nicht in den Griff, wirst du nächste Woche nicht mehr zur Sitzung kommen können, weil du dann unter der Erde liegst. Und aus Zufall bin ich dann auf Vitamin B1 gestoßen. You know, these infants dying and then finding there's a B1 deficiency. Is the most underrated and overlooked nutrient with untapped clinical potential. Is improving cognition. If you don't have B1, these enzymes cannot work. Aber nicht irgendein Vitamin B1, sondern dieses hier. Benfotamin can greatly help. It's really good for neurological problems. Anfangs war ich der Sache super skeptisch. Aber ich habe das Selbstexperiment gewagt und über 6 Monate Benfotiamin getestet. Und die Ergebnisse sind wirklich unglaublich. Ich habe meinen Körper zurückbekommen und noch weit darüber hinaus. Und auch dein Leben könnte es für immer verändern. Diese paar Tage ohne Benfo waren die absolute Hölle. Tatsächlich hat die Benfo geholfen. Das ist eine komplett andere Experience auf einmal. Normal sehen zu können, nicht überfordert zu werden von stressigen Situationen, keine Panikattacke zu bekommen, kein Kribbeln in den Fingern, es war alles weg. Und das auf der niedrigsten Dosis von 300 Milligramm. Alter, mich blendet gar nichts. Ich kann so unter Scheinwerferlicht gucken, ohne dass ich geblendet werde. Ich habe das gerade genommen und jetzt halbe Stunde später auf Niedrigstdosis. Ey, wirklich, das ist eine komplett andere Experience auf einmal. Ich sehe jetzt alles viel klarer. Sonst bin ich hier durchgegangen. Ich musste mir jedes Produkt so einzeln anschauen. Boah. Da gibt es aber noch die ein oder anderen Symptome und hoffentlich bekomme ich die damit auch in den Griff. Soll zumindest so sein. Wir werden sehen. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Während ich wieder eine Panikattacke bekommen habe, weil meine Hände und Füße taub geworden sind, bin ich zufällig auf Dr. Erik Berg gestoßen, der genau dazu ein Video gemacht hat. When we get nerve damage from this process, it's not just the nerves in our feet, it's not just the neurons in our brain, but you also get destruction of the autonomic nervous system. Ein Vitamin B-Defizit hat dramatische Folgen für das autonome Nervensystem, wodurch eine Kaskade von wirklich heftigen Symptomen ausgelöst werden kann, da die gesamte Nervenkommunikation im Körper unterbrochen wird und über einen längeren Zeitraum Nerven sogar vollständig absterben können. Und Benfotamin stellt genau diese Kommunikation wieder her. So lässt sich die Sonne doch ganz anders genießen. Ich fühle irgendwie zum ersten Mal meinen Nacken. Und der fühlt sich nicht gut an, als hätte ich mir da irgendwas richtig derbe eingeklemmt. Alleine, dass ich so sprechen kann, während die Sonne mir ins Gesicht scheint, das war eigentlich nie möglich. Ich freue mich gerade so. Und auch energietechnisch krank. Exercise intolerance. Anyone have that? Yeah. B1 gives you energy, so you actually, when you exercise. Und solche Tage kennt jeder, wo man vielleicht nicht viel Energie über den Alltag hat oder auch im Fitnessstudio mal ein bisschen schlechter performt. Aber ich konnte teilweise nur 25% meines normalen Trainingsgewichts verwenden, weil ich das gerade so hoch bekommen habe. Und das ist definitiv ein Extremfall. Und durch die Benfo habe ich sogar mein Körpergefühl wieder zurückbekommen. Ich merke jetzt wirklich, wenn ich den Muskel ansteuere und wann ich ihn nicht ansteuere. Das ist ein Gefühl, das hatte ich jahrelang nicht. Und ich mache Kraftsport schon jahrelang, was echt keine gute Kombi war. Und nicht nur das, der Hauptgrund für deine Energieschwankungen oder für Energielosigkeit für den Alltag liegt bei den Mitochondrien. Mitochondrien sind winzige Organzellen, die in den meisten Zellen des Körpers vorkommen. Sie werden oft als Kraftwerke der Zelle bezeichnet, da sie für die Energiegewinnung verantwortlich sind und liefern Energie für alle zellulären Aktivitäten. Wenn du jetzt also einen Vitamin B1-Mangel hast, können diese Zellen die Energie nicht wirklich gut umwandeln und du hast diese starken Schwankungen über den Alltag bis hin zur kompletten Energielosigkeit. Ich hatte gerade so einen Fokus-Tunnelblick wie schon lange nicht mehr. Ich habe einen Werbespot, der mich eigentlich mehrere Tage wie sonst Zeit in Anspruch genommen hätte. Das war kein Deutsch. 4 Stunden. Komplettes Ding fertig. Ich habe vergessen zu essen. So gut geht's mir und habe
übelste Nackenschmerzen, weil ich mich kaum bewegt habe. Das ist so verrückt. Das letzte Mal hatte ich sowas ungelogen vor 6 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Wunderschönen guten Morgen. Damit kann Tag 2 auch losgehen. Bin heute eine Minute, bevor mein Wecker geklingelt hat, aufgewacht. Weil kann ich meinen Wecker aus dem Bett klingeln? Ich fühle mich auch, als hätte ich gut geschlafen. Obwohl ich genau dieselbe Schlafmenge wie die letzten 4 Tage bekommen habe. Was als nächstes passiert, ist, dass das Nervensystem sich erstmal wieder darauf einstellen muss, dass so langsam wieder alles anfängt zu arbeiten. Das hat zur Folge, dass am Anfang der hohen Dosis von Thiamintherapie, sei es in Benfoform oder in anderen Formen, die Symptome, die man bereits hat, teilweise sogar verschlimmert werden, bis eine neue Baseline entsteht, wo man teilweise die Symptome gar nicht mehr hat, wie jetzt hier meine letzte Migräneattacke, die ich hatte am 12. Dezember. Und ich habe jahrelang unter schweren Migräneattacken mit Aura in Kombination mit Schwindel gelitten. Ich habe bemerkt, dass ich Migräne bekomme, sprich Flimmern. Heißt, ich sehe jetzt von Minute zu Minute immer weniger. Das sind so kleine Lichtpunkte, die vor meinem Sichtfeld sind und die breiten sich über das gesamte Sichtfeld aus. Was ein bisschen suboptimal ist beim Autofahren. Normalerweise wäre ich jetzt in diesem Stadium, ich müsste mich hinlegen. Ich könnte nicht normal sprechen. So. Das ist schon verrückt. Mal sehen, wie schnell sie wirkt. 21.34 Uhr, 21.41 Uhr und ich merke, wie es funktioniert. Ich sehe wieder glasklar, nichts irgendwie Reflexionsartiges, das mich blendet oder so. Ich hatte auch so ein Problem, Dinge scharf zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so auf meinen Finger gucken würde, ich habe den Skill nicht gehabt, meinen Finger scharf stellen zu können. Ganz normal zu hören ist so ein Segen. In solchen Momenten bin ich immer so geräuschempfindlich, lichtempfindlich. Generell das ganze Nervensystem bricht da irgendwie zusammen. Und es ist verrückt, wie schnell das funktioniert, einfach so. Aber ich meine, man kann auch anhand meiner Augenringe sehr gut erkennen, dass ich heute wahrscheinlich auch wirklich nicht so gut geschlafen habe, weil ich eine Viertelstunde Zeit mir abgezogen habe, schlaftechnisch. Was das für kranke Auswirkungen hat, sieht man ja im letzten Schlafexperiment. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin wirklich froh, dass gestern der erste Tag war, wo Vitamin B1 hochdosiert wurde. Gerade die letzten beiden Tage, die doch zwischendurch super stressig sind, da habe ich das Gefühl, es hilft gar nicht. Also Kraft steigert sich immer noch, obwohl ich im Kaloriendefizit bin. Aber ich weiß zu 100%, das hätte ich nicht geschafft, hätte ich die B1 nicht genommen und hätte sich mein Nervensystem darauf nicht einstellen können. Wie kann das sein? Thiamin, oder auch Vitamin B1 genannt, wie die meisten es kennen, ist wasserlöslich. Und Benfothiamin ist eine fettlösliche Laborversion davon. Vitamin B1 happens to be one of the most important ones, but Thiamin doesn't raise your B1 levels nearly as much as Benfothiamin does. Und dadurch hat sie den Vorteil der 5- bis 7-mal besseren Aufnahme und höhere Bioverfügbarkeit. This means that someone requires much higher doses to see any effects. The average effective dose is going to be between 1200 milligrams maybe, sometimes higher. You need more to actually penetrate. Dementsprechend kann es die Blut-Hirn-Schranke penetrieren und ermöglicht es, das Gehirn und Nervensystem schneller und effizienter zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum ein B1-Mangel so schwierig nachzuweisen ist, weil Laborbluttests in der Form kaum zu finden sind. Aber um die Aufnahme von B-Vitamin zu begünstigen, brauchen wir weitere Bausteine, um die volle Wirkung entfalten zu können. So B1 is really important in protecting the cell against damage, helping the enzymes work in your mitochondria. Und um Nebenwirkungen zu vermeiden. Und mit der 24-Stunden-Lieferung bei Prosys bekommt ihr immer am schnellsten, was der Körper braucht und spart zusätzlich 10% mit meinem Gutscheincode. Kalium zum Beispiel ist ein wichtiges Elektrolyt, das in Zusammenarbeit mit Magnesium die Wirkung von B-Vitamin und weiteren vervollständigt. Gleichzeitig sollte man darauf achten, dass Zink und weitere B-Vitamine in einem Komplex genügend im Körper vorhanden sind. Mit Europas Marktführer für Sportnahrung bekommt ihr die beste Qualität mit hoher Bioverfügbarkeit zu einem günstigen Kurs. Darunter viele zuckerfreie Leckereien oder Nahrungsmittel mit hohem Proteingehalt, wo viele Probleme haben,
auf ihre Werte zu kommen. Und mit meinem Gutscheincode StephenAngel bekommt ihr nicht nur den maximalen Rabatt, sondern auch gratis Produkte je nach Einkaufswert. Eine genaue Anleitung und Dosierempfehlung gerade im Fall vom Vitamin B1-Mangel und alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Gleichzeitig supportet ihr mich, dass ich weiterhin solche aufwendigen Videos produzieren kann. Boah, ich habe so Kopfschmerzen, kann schon gar nicht mehr richtig sprechen. Und einen Hörsturz hatte ich auch. Top. Jetzt habe ich Tinnitus. An wirklich schlechten Tagen ist die dafür ausschlaggebend, dass ich hier umkippe. Die ist so quasi Endgegner zusammen mit Kniebeugen. Oh, mein kleiner Finger wird taub. Nicht nur, dass ein Finger am Kribbeln ist und eiskalt, der zweite kleine Finger fängt jetzt auch an und ich brauche definitiv mehr Benfo. Ich bin so emotional unstabil geworden innerhalb von einer Stunde im Training. Das ist der Wahnsinn. Ich musste gerade wirklich mit Heulkrämpfen einfach kämpfen, dass ich jetzt nicht voll anfange zu heulen. Top. Aber ich weiß auch, dass das gerade eigentlich nicht die Emotion ist, die ich fühle, sondern einfach nur durch den Vitamin B-Mangel ausgelöst wird, weil mein Nervensystem überfordert ist und ich auch wieder lichtempfindlich geworden bin, weil mich jetzt alleine schon ein Fenster blendet während dieser Aufnahme und ich nach dem Training die B1 einnehme und mir dann denken werde, was war das eigentlich gerade, was du im Gym gefühlt hast. Es kann aber auch der Vitamin D-Mangel sein. Eins von den beiden Dingern. Bei mir hat Benfo eine riesige Macht, mich normal fühlen zu lassen wie ein ganz normaler Mensch, aber auch ein Vitamin D-Mangel kann dazu führen, dass man sich so fühlt, wie ich mich jetzt gerade. Das darf man nicht vergessen, aber da wird noch ein ganz eigenes Video zu kommen. Einer der Gründe, warum viele Menschen unter einem Vitamin B1-Mangel leiden, ist die Ernährung. Thiamin requirement should be proportional to carbohydrate or sugar intake. More sugar increases the demand. Je mehr Kohlenhydrate wir zu uns nehmen, desto mehr Vitamin B1 brauchen wir, um diese Energie auch umwandeln zu können, wie wir gelernt haben, in den Zellen, damit diese auch wirklich die Kraft nutzen können. Gerade im Kraftsportbereich, wo viele Kohlenhydrate gerne gesehen sind. Ich meine, jeder von uns kennt diesen gewaltigen Crash, den wir mit einer fetten Mahlzeit bekommen, weil unser Blutzuckerspiegel einfach so dermaßen in die Höhe schlägt und das Vitamin B1 gar nicht mehr hinterherkommt, das zu regulieren, geschweige denn den Blutzucker zu regulieren. Es gibt aber auch Nahrungsmittel, die die Aufnahme von Vitamin B1 mehr oder weniger ganz verhindern. Darunter zählen zum einen Koffein. Und wenn du morgens direkt dein Koffein zu dir nimmst und nicht genügend Vitamin B1 hast, wird der Crash im Laufe des Tages definitiv folgen. Es gibt aber auch noch eine breite Palette an Nahrungsmitteln, die die Aufnahme von Vitamin B1 und anderen B-Vitaminen verhindern. Deswegen ist auch in den meisten Getränken oder Lebensmitteln, die künstlich hergestellt werden, wie zum Beispiel Energy Drinks, noch zusätzlich Vitamin B enthalten, weil diese ja durch das Koffein, im Falle vom Energy Drink, die Aufnahme verhindern. Und somit müssen die Produzenten da auf jeden Fall irgendwas dagegen tun und sind dazu verpflichtet, B-Vitamine mit in diese Nahrungsmittel zu geben. Was aber mehr oder weniger sich auf Null oder sogar ins Minus hinaus entwickelt. Gerade Koffein war bei mir in der Vergangenheit wirklich an der Tagesordnung mit teilweise 2 Litern pro Tag. Und durch diese Menge an Koffein, die ich zu mir genommen habe, habe ich natürlich die Aufnahme von meinen B-Vitaminen mehr oder weniger komplett verhindert, da Koffein auch eine Halbwertszeit hat von ungefähr 9 bis 24 Stunden, je nach Körpertyp und Stoffwechsel, habe ich nicht unbedingt das Beste für meinen Körper getan. Geschweige denn von dem ganzen Zucker, den ich zu mir genommen habe. Innerhalb von 2 Tagen hat sich derselbe Ablauf eines Tages zu 100% gechanged. Vor 2 Tagen sind wir in ein Einkaufszentrum gegangen. Da hatte ich kein Benfo. Dieser Tag war die absolute Hölle. Generell habe ich so Probleme mit Einkaufszentren, vielen Menschenmassen und alles. Es war wirklich ein absoluter Pain. Und ich wollte einfach nur weg und ich konnte es wirklich nicht enjoyen. Habe dann auch noch die Dinge nicht bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Heute waren wir wieder dort. Es waren viel mehr Menschen da als sonst. Viel, viel mehr. Ich habe meine Jacke endlich bekommen und ich habe Benfo einnehmen können, weil ich es ja jetzt wieder habe. Dieser Tag war einfach wundervoll. Ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Es hat mich nichts gestresst, nichts aus der Ruhe gebracht. Ich war wirklich sowas von entspannt, konnte es richtig genießen. In einem Einkaufszentrum zu sein,
wie ein ganz normaler Mensch. Mir ist aufgefallen, wirklich, wie viele Menschen eigentlich gestresst sind, wahrscheinlich turbulenten Alltag haben und wahrscheinlich solche Tricks wie Meditation, Vitamin B1, Supplementierung, Sport, wie die das gar nicht auf dem Schirm haben und so durchs Leben gehen. Gleichzeitig war es natürlich dann auch die beste Entscheidung, diesen Kanal umzustrukturieren zu Selbstexperimenten, damit ich und auch du da draußen besser werden kannst in dem Leben, das wir alle führen. Ich wollte gerade streamen, habe auch alles fertig gemacht. Es gab technische Schwierigkeiten und das hat mich so dermaßen gestresst, dass ich jetzt wieder so ein komisches Gefühl habe im Kopf. Und wir gehen jetzt einfach mal einen Test ein. Ich nehme jetzt hier die Benfo und dann geht's in den Stream. Mal sehen, ob er gut wird. Mit Benfo kann ich rein theoretisch immer streamen. Was ein cooles Experiment, Mann. Endlich kann ich auch spontan wieder die Dinge machen, die mich erfüllen. Wie zum Beispiel Livestreamen, was durch viele Symptome sogar über ein Jahr nicht mehr möglich war. Und nicht nur der Stream hat gemerkt, dass ich mich völlig verändert habe, sondern so langsam fängt das auch an, dass mein näheres Umfeld mitbekommt, dass irgendwas mit mir anders ist. Viele Frauen da draußen leiden in ihrer Menstruation unter starken Schmerzen. Und Benfortamin kann das Nervensystem dahingehend unterstützen. Und die Schmerzen waren auf jeden Fall dieses Mal wieder so stark, dass das nicht einfach nur mit Wärme oder Dehnübungen oder so funktioniert hat. Tatsächlich hat die Benfo geholfen. War vorher ein bisschen unglaubwürdig für mich, aufgrund dessen, weil die Schmerzen schon sehr stark waren. Aber die Schmerzen sind definitiv viel, viel, viel besser geworden. Und wenn es meiner Freundin helfen konnte, vielleicht auch deiner. Also teil dieses Video auch gerne mit deiner Partnerin. Heute hatte ich wieder übelste Probleme. Es hat nichts funktioniert. Ich habe dann B1 eingenommen und es ging dann relativ, aber das hat auch so schnell wieder abgenommen. Wenn zu viel Stress da ist oder andere Faktoren wie kein Sport, heute ist Ruhetag, Mann, was soll ich sagen? Oh, es ist so am Nerven. Es nervt einfach unfassbar. Ich habe geschwitzt vor Panikattacken. Ich bin über den Weihnachtsmarkt gegangen. Es ist so schwer, wenn der Körper gegen einen arbeitet. Immer und immer und immer wieder. Es ist mir egal. Wir ziehen das durch. Wir ziehen das komplett durch, Mann. Hoffentlich wird auch der Schlaf wieder besser. Wunderschönen guten Morgen hier bei diesem Sonnenschein. Ich habe mich gerade mit Olivenöl eingecremt. Und mir ist eine Sache aufgefallen, schon seit 2 Tagen. Meine Finger und Zehen fang an zu kribbeln und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass sich meine Nerven gerade wieder am Herstellen sind. Ich sehe das auch an meinem Zeh, der diese Verfärbung hatte, dass diese langsam weggeht und dass er wieder ein bisschen Farbe bekommen hat und aussieht, als wäre der völlig normal. Und auch an schlechten Tagen geht es mir nach der Einnahme wieder sehr, sehr gut. Auch dank meiner Freundin, die eine Mega-Packung organisiert hat. Und ich gesehen habe, das gibt es auf Amazon. Da packe ich euch natürlich den Link in der Beschreibung, dann könnt ihr das selber mal austesten. Diese paar Tage ohne Benfo waren die absolute Hölle. Wenn ich auf die Aufnahmen zurückschaue, dass ich so nervlich am Ende war und wieder so extrem lichtempfindlich und generell ich Probleme habe mit dem Sprechen, mit dem Denken, auch Probleme beim Sport. Anxiety, nervous tension. When you take B1, you just feel like this sudden relief. Brain fog. Double vision, mental stress. Anyone ever experienced stress at least once in your life? 1, 2, 3, okay. Panic attacks, it really helps stress. Und dass ich wieder meinen Nacken nicht gefühlt habe, denn jetzt, wo ich es wieder einnehme, merke ich, dass der Nerv im Nacken immer noch eingeklemmt ist und den kriege ich gerade mit Mobility wirklich sehr gut wieder raus aus der Blockade. Man fühlt sich körperlich so überlegen, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen so ihr gesamtes Leben schon verbringen und ich das jetzt auch genießen darf. Das ist einfach wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Das wird mein komplettes Leben verändern. Und nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld. Weil jetzt, wo ich mich nicht mehr um mich so wirklich kümmern muss, weil ich so viele Probleme über den Tag habe, kann ich mich auch anderen Menschen widmen, wenn es mir gut geht. Und das ist eine Power. Das muss man einmal gefühlt haben. Mein Lachen ist ehrlicher geworden. Also jetzt jedes Mal, wenn ich lache, dann ist es wirklich aus tiefstem Herzen. Das ist verrückt. Bei solchen Mengen spricht man oft von Megadosing und es können natürlich einige Nebenwirkungen auftreten, wie Schwindel oder Kopfschmerzen. Generell rate ich, vor der Einnahme einen Arzt zu befragen und eventuell Bluttests in dafür qualifizierten Laboren zu machen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir den aktuellen 24. Februar und mein Leben hat sich jetzt schon so drastisch verbessert. Ich habe aber noch
mit einigen Symptomen zu kämpfen. Die besten Resultate soll man eh ungefähr nach 3 Jahren feststellen und ich kann es kaum erwarten, dort anzukommen. Das heißt, dass in Zukunft weitere Videos zu diesem aktuellen Thema kommen werden mit meinen persönlichen Updates, denn es gibt zusätzlich noch einiges darüber zu erzählen, was definitiv den Rahmen von diesem Video sprengen würde. Ein weiteres kostenloses Tool, was man in Echtzeit anwenden kann, findest du in diesem Video. Um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne den Kanal. Dieses Video war das aufwendigste, was ich je gemacht habe und würde mich mega über ein Like freuen. Und lass auch gerne einen Kommentar da mit deiner Geschichte oder weiteren Videovorschlägen. Jeden Tag besser, als man gestern war, und wir sehen uns zum nächsten Video wieder.